Die richtigen Produkte für mehr Effizienz und Komfort bei der mobilen Datenerfassung im Lager. Getreu nach diesem Motto hat die ACD Elektronik ihre Produktneuerungen und Weiterentwicklungen auf der LogiMAT 2022 in Stuttgart vorgestellt. Zum breiten Produktportfolio zählen Handrückenscanner, robuste mobile Handheld-Computer, Pick-by-Voice-Lösungen und Stapler-Terminals sowie mobile Arbeitsplätze. Als Top-Anbieter und deutscher Hersteller von innovativer Elektronik und mobilen Geräten setzt die ACD Elektronik den klaren Fokus auf fortschrittliche Lösungen, um gestiegenen Kundenanforderungen noch besser gerecht zu werden und gleichzeitig ein Höchstmaß an Funktionalität und Robustheit zu erfüllen. Also Julia, das ist jetzt der mobile Arbeitsplatz. Genau. Und wofür ist er da? Der ist für Strom- und ortsunabhängiges Arbeiten, so, also direkt an der Ware. Das heißt, ich brauche jetzt kein Kabel langziehen und kann, ich sehe einen Drucker und einen PC, direkt genau. Ohne Kabel arbeiten? Das ist korrekt. Wir haben auch Laserdrucker, die darauf betrieben werden können, also unterschiedliche Leistungsklassen. Und darauf können wir alles betreiben, was wir möchten. Na, das ist ja cool. Und in welchem Prozess wird das genutzt? Unter anderem im Wareneingang oder Ausgang oder auch zum Kommissionieren. Ganz individuell kann sich der Kunde ausdenken, was er möchte. Und wie lange reicht der Strom? Mindestens eine Schicht. Wenn wir mehr brauchen, haben wir auch ein Batteriewechselsystem oder mit der Lithium-Ionen-Batterie können wir auch mehr als eine Schicht arbeiten. Der sieht jetzt recht schwer aus. Wie schwer ist er denn? Der hat um die, ganz unabhängig je nachdem, was für Batterien wir nutzen, aber so um die 100 Kilo bei den Bleibatterien oder um die 80 bei den Lithium-Ionen. Lithium-Ionen. Und wie sicher sind die eigentlich? Da gibt es doch so Geschichten mit Lithium-Ionen-Batterien. Die sind so abgestimmt, unter anderem mit einem FI-Schutzschalter, dass sie für den Anwender sicher sind. Super, die Antworten. Ich kann also an der Ware im Wareneingang stromunabhängig über eine Schicht arbeiten, kann einen Laserdrucker draufstellen, Labeldrucker, PC im WLAN. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das heißt, da entfallen die Wege ins Büro und dieses viele Hin- und Hergelaufe? Korrekt, das ist der Anwendungsfall dahinter. Dass oder auch Fehleranfälligkeit. Genau, ja. Wenn ich da ganz viel draufstelle und der ist recht schwer und ich habe lange Wege, gibt es da irgendwie eine schöne Lösung dafür? Da haben wir jetzt mittlerweile eine Antriebseinheit verbaut, mit der man ganz einfach den mobilen Arbeitsplatz mit einem kleinen Hebel vorwärts bewegen kann. Das heißt, der fährt? Ja, der fährt auch. Oh, zeig mal. Hey. Wow. Der fährt. Der ist mobil, der Arbeitsplatz. Das ist cool. Da fällt mir ein, wenn es richtig kalt wird im Wareneingang, das Tor ist offen oder ich habe da Kunden, die haben Ware, Lebensmittel im Tiefkühlbereich. Ja. Kann man den da auch einsetzen? Da kann man den auch. Da gibt es ein spezielles Modell, der die Batterien abgesichert hat und da kann man den auch im Tiefkühlbereich einsetzen. Ich sehe da hinten TK, heißt TK? Genau. Ja. Tiefkühl? Bis zu minus 28 Grad. Tiefkühlmax, minus 28 ja. Grad. Halt die Esse fest. Also... Das sind ja, ist ja eine ganze Produktfamilie, oder? Korrekt. Wir haben ein breites Spektrum vom kleinsten Modell bis zum größten. Ist für jeden Anwendungsfall irgendwas dabei. Kleinstes Modell, kann ich das mal eben ein bisschen vorfahren? Da ist ja jetzt nicht viel drauf. Nee. Ein Laptop? Ja. Und wenn man noch möchte, ein Labeldrucker oder ein Handscanner. Das heißt, wenn ich jetzt eine permanente Inventur habe, wo ich den Laptop mehr als 4 Stunden, wie die Batterie reicht, nutzen möchte? Ja. Ist genau das perfekte Modell da dafür. Ah, das ist ja cool. Und der ist schön leicht hier. Ja, genau. Guck mal, wie leicht er geht hier. Da ist ja gar nicht viel dran. Das heißt, der ist auch noch günstig. Ja, korrekt. Na, das ist ja ausgepufft. Gibt es sonst noch was Spannendes zu dem Thema Mobil und Strom? Was hört man hier hinten? Genau, wir haben noch eine Powerbox, die auch mobil eingesetzt werden kann. Das heißt, auch hier stromunabhängiges Arbeiten. Wir haben USB-Anschlüsse, also auch 230 Volt. Und auch da kann ich dann meine Komponenten anschließen und mitnehmen. 230 Volt zum Wegtragen und das Telefon auch noch aufladen. Das ist wie eine große Powerbank, ja? Zum Beispiel, genau. Was habe ich da für eine Leistungsausgabemöglichkeit? Ich glaube, ich habe da vorhin gelesen, 300 steht irgendwie drauf. Ja, genau. Ja, wir haben einen Wechselrichter mit 300 Amperestunden, genau. Und da steht Lithium-Ionen drauf, das heißt, wie schwer ist die so? Die gesamte Powerbox wiegt ca. 28 Kilogramm. Strom zum Wegtragen 28 Kilo und ich kann über eine Schicht alles Mögliche betreiben. Genau. Das gefällt mir. Das ist eine tolle Max-Familie. Macht Spaß. Ja. Danke.
Der mobile Arbeitsplatz Max, der bei der Inventur, bei Aufgaben im Wareneingang und im Versand eingesetzt wird, bietet Flexibilität und Ergonomie am Arbeitsplatz.